Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jeder Mensch, ganz besonders in Europa, hat einen Personalausweis. Das ist so eine Plastikkarte. Aber was diese Karte bedeutet, ganz besonders wenn wir zu einem anderen Land fahren und wenn wir kontrolliert werden oder egal wo wir sind, brauchen wir dieses offizielle Dokument. Ein Personalausweis hat zwei Seiten. Auf einer Seite sieht man eben das Bild eines Menschen und dann vielleicht auch die Ausweisnummer, Geburtsdatum, Geburtsort und auf der anderen Seite vielleicht auch die Adresse von dem einen. Ein Personalausweis ist wirklich eine Karte der Identität. Auf Englisch sagt man Identity Card. Das heißt, in dieser Karte weiß man, oder von dieser Karte weiß man, was der Mensch ist. Die Christen haben eine Identitätskarte. Und wenn wir Paulus fragen würden, ja, was sollen diese zwei Seiten sein, vorne und hinten? Da denke ich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zwei Wörter, die wirklich ganz wichtig scheinen würden für Paulus. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth, nämlich er bringt zwei Wörter, nämlich Gnade und Friede. Er begrüßt eigentlich die Menschen von Korinth und verlangt eigentlich, so zu leben, wie diese zwei Wörter sind. Gnade und Friede. Ja, was ist denn Gnade? Gnade ist eigentlich ein Geschenk Gottes, das wir in jedem Leben, an jedem Tag die Menschen brauchen. Eine zuvorkommende Gnade, sagt man. Das heißt, das ist ein unverdientes Geschenk, was wir von Gott haben. Weil wir Kinder Gottes sind, hat Gott jeden Tag ein Geschenk für uns. Das heißt, das Wohlwollen, einfach die Liebe, die wir von unserem Gott haben dürfen, dürfen wir erleben als Gnade. Gnade ist wirklich ein Bein der Christen. Wenn sie diese Gnade nicht haben, was unverdient ist, dann können wir nicht wirklich vollkommen leben. Das heißt, Gott möchte sehr gerne Menschen schenken, damit sie seine Kraft unwiderruflich immer haben dürfen, egal wie die Menschen sind. Also, die eine Seite des Personalausweises der Christen ist Gnade. Und die andere Seite ist der Friede. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Friede ist einfach eine Herzensangelegenheit. Das heißt, da sind wir einfach da. Auch wenn wir sündhaft sind, auch wenn wir manchmal im Leben sehr viel zu kämpfen haben, trotzdem ist irgendwie im Herzen eine gewisse Ruhe. Und das ist der Friede. Und diesen Frieden kann allein nur Gott schenken. Und deshalb sagt Jesus, diese Welt kann euch den Frieden nicht geben, nur ich kann euch geben. Und deshalb gebe ich meinen eigenen Frieden als Geschenk. Also die andere Seite von dem Personalausweis der Christen ist nicht anderes als der Friede, Shalom, dass man einfach mal zur Ruhe kommt. Und das ist genau wie ein kleines Baby, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach liegt und dann einfach lächelt. Einfach schön, dass einfach eine gewisse Ruhe da ist. Das ist wie wenn man in einem Topf Wasser hat und das Wasser einfach so stehen bleibt. Eine gewisse Ruhe, Friede. Der Friede ist eigentlich nicht die Abwesenheit vom Krieg. Das ist kein Friede. Sondern Friede ist etwas, was in einem ist. Das heißt, es ist nicht, dass man keinen Streit hat oder keinen Krieg führt. Nein, das ist nicht übrigens der Friede. Der Friede ist noch tiefer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gnade und Friede, das sind zwei Seiten des Personalausweises der Christen. Haben wir die Christen
diesen Personalausweis